Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Wir müssen leise sein, weil ich wollte euch zeigen... Oh, ich bring da einfach rein. So sehen schlafende Hühner aus. Genau so. Sonst sehen die nur aus, als ob die bekifft sind und irgendwie im Gehirn irgendwas nicht richtig läuft. Oder sie irgendwie keinen Schlaf finden. So, ich glaube, ja, sie finden keinen Schlaf. Ich glaube, das ist so der Blick, den die immer, wenn die wach haben. Also... Und so sehen die aus, wenn die am Schlafen sind. Was ist denn mit den Fischen? Schlafen die auch? Nee, die sind noch nicht da wieder. Ach nee, die. Wie lange brauchen die noch? Sind die 2,5 Minuten noch. Okay, der Salat ist in 11 Sekunden jetzt. Ach, hab ich mich jetzt verschluckt. Was hast du denn jetzt hier schon wieder gemacht? Jetzt ist ja hier alles durcheinander. Nee, ich hab nichts gemacht. Ja, das sehe ich. Wir hatten jetzt da hinten alles komplett den Mais. Wieso ist jetzt hier kein Mais mehr? Den haben wir abgebaut. Nee, haben wir nicht. Du bist... Diese dreisten Lügen, ne? Vor allen Dingen habe ich hier alles auf Video. Und dann diese dreisten... Das haben wir abgebaut. Ja, haben wir nie gehabt. Hast du eigentlich auch gesehen, dass ich hier eine krasse Kurve gemacht habe? Nee, die war doch schon da. Nee, das hat hier aufgehört. Ich wollte mal gucken. Hab mal so ein paar Diamanten ausgegeben von deinem. Das ist nicht dein Ernst. Ich brauche die, ich glaube 100 aber nur Diamanten brauche ich doch das oder nächste, so. Oder nicht? Ja, nee. Hast genug noch. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die Fische warten. Du hast kein, das hast dich bewässert. Ja, weil ich es gerade, aber ich finde... Es wird viel schneller gesetzt, oder? So vom Gefühl her. Und bewässert wird auch sehr schnell. Ja, ja. Aber der Verbrauch vom Sprit ist auch extremer. Ja, das ist aber, weil wir noch klein sind. Wenn du groß bist, dann relativiert sich das Ganze ein bisschen. Also nehme ich an, dass das hierbei auch so ist. Nein. Boah, das ist jetzt unrealistisch, was ich hier gerade mit dem Traktor gemacht habe. Das war jetzt unrealistisch. Du bist da hochgefahren, ne? Ja, ja. Ich bin mehr hier hochgebasht, so richtig, also... 52 Sekunden. Die kitzeln mir schon irgendwo an der Hose. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ganz jugendfrei ist, was wir jetzt hier... Ich stehe gerade im Wasser. Du spielst im Wasser. Ich stehe hier. Komm, stehe ich hier und singe. Da schwammen sie davon. Yay, das ist so cool. Und ich bleib natürlich voll an diesem blöden... An diesen Susi, blöden Dings hängen. Du sie rausholen? Warte, ich komm. Ich komm, ich guck mir das an. Warte, V. Wie lange brauchen die denn? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Warte. Nein. Ich habe eine viel bessere Idee. Nicht drücken. Nicht drücken. Ich mach nix. Nicht drücken. Du machst das jetzt aber gleich. Warte. Einmal zurück. Und so und jetzt. Ich hab da ein Foto von gemacht. Das sieht total geil aus. Vor allem mit dem Kescher. Also das sieht aus wie ein Kescher, als du da fängst, ne? Ja, aber vor allen Dingen sind das voll die Fliegefische dann danach. Doch, wir müssen. Eigentlich ja, wir brauchen 40 Karotten. Wir haben ja, nur ich habe da hinten auch welche angepflanzt. Ja, aber wir brauchen mehr. Du hast hier Scheiße angepflanzt. Nee, wir haben doch hier genug Platz, hallo? Nein, warte mal, ich mach mal hier die Zitronenbäumchen. Ich kümmere mich. Oder machst du da oben die Bäume? Da waren aber. Waren da nicht. Ah, nee, das waren Kartoffeln, glaube ich, die da drauf waren. Ne? Ich hab mal die Karotten hier noch hingemacht, damit wir. Übrigens können wir auch Paprika jetzt anpflanzen. Ja, ich wollte gerade mal gucken. Hier waren die. Die hier. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du dran wolltest. Hier, Stufe 7! Wir müssen, mach du mal die Bäume. Warte mal, was war denn da auf der Seite eigentlich? Da wollte ich noch geguckt haben. Aber die Bäume will ich nicht. Da sind auch ganz viele Hühner. Aber, ja. Aber das ist auch nur Hühner. Sind das Bananenbäume? Ja, ne? Die sehen nur anders aus, oder? Ja, aber. Kann ich die denn jetzt machen? Guck mal, hier sind noch Blumen, aber da kommen. Kiefern! Die sehen ja lustig aus. Aber hier auf der anderen Seite ist ein Riesensee mit ganz vielen Fischen. Alles warte, klar? Was? Ach, das sind zwei verschiedene. Den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Ja. Der, nee, warte mal. Wieso benötigt der jetzt Stufe 9? Ja, hast du vorhin gesagt.
Stufe 9. Nee, 7 meine ich. Nee, du hast Stufe 9 gesagt, meine ich. Ja, warum freue ich mich dann über die 7? Oder habe ich hier... Moment. Wir könnten jetzt das Haus machen. Dadurch kriegen wir natürlich auch Medaillen, ne? Dadurch kriegen wir die schneller. Mach doch. Ich denke mal, wir kriegen ja noch mehr Edelsteine. Aber wieso können wir hier keine... Ich finde das neue System für mich jetzt persönlich ein bisschen... Achso, da ist das mit dem Gästebuch. Ja gut, das kostet jetzt aber eigentlich zu viel. Weil ich suche immer noch... Nee. Das war jetzt nicht das hier. Nee, das war das mit dem... Ja, ja, okay. Ich suche nämlich immer noch diese Sachen, wo wir die Sachen hier verkaufen können. Aber ich glaube, das ist nur in der Stadt, ne? Das ist jetzt so ganz komisch. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Deshalb kriegst du ja immer was dazu. Ja, aber das war vorher schöner, fand ich. Also da muss ich sagen, das fand ich vorher echt schöner. Wieso stehst du jetzt so vor mir? Es ist tolles Wetter zum Spazierengehen, findest du nicht? Ja, ich denke. Draußen regnet es zwar bei uns, aber so groß. Oh, was ist das denn? Ein Fischmarkt. Ach so, dann kann... Ach so, das ist nur der Obststand, den wir gebaut haben. Ah, so langsam raffig ist. Okay, ja. Dann gibt es noch einen Gemüseladen und eine Garage. Ja, die haben wir ja schon gebaut. Wieso ist... Ah, nee, Moment, den Gemüseladen haben wir gebaut. Sorry. Wir können aber noch einen Obststand machen. Warte mal, das mache ich jetzt erstmal. Dann können wir da nämlich verkaufen. Wir gucken mal, dass wir das... Ist das hier auch... Nee, das ist keins hier, ne? Dann nehmen wir hier den Obststand. Dann machen wir das Haus danach. Es ist ja... Guck du mal, dass du da was Obst verkaufen kannst. Was mit dir? Scheiße. Er braucht Blumen. Ja, würde ich gerne. Aber ich habe nicht genug. Hier hinten ist noch was. Da machen wir dann den Fischmarkt auf. So. Kann man eigentlich zu zweit benutzen? Anscheinend ja. Aber der hat halt auch nur 10 von den Dingern. So, und da verbessern wäre dann... Da bräuchten wir 20 Birnen. Hast du die verkauft, die Birnen? Die Birnen habe ich noch gar nicht. Obwohl, so, nee... Ah, nee, wir haben Zitronenbäumchen, keine Birnenbäumchen, ne? Ja, die kommen erst. Ja, ja. Oh, das ist ja kompliziert. Da muss ich mir am besten Listen machen, was du brauchst, wofür und so. Das ist ja... Oh Gott. Okay. Okay, dann habe ich aber das System verstanden. Blöd ist nur, ja, dass es mir nicht so gefällt. Das andere fand ich besser, dass du dir was auf die Farm hinbauen kannst und dann nicht immer nach hier gehen musst. Weißt du, was ich meine? Weil sie mussten immer was Neues machen. Vielleicht gibt es ja noch Events, die du hier machen kannst oder irgendwas. Ja, ich sag nur, das System hat mir jetzt besser gefallen, weil du dann halt auf deiner Farm schön warst und... ja. Ich sag jetzt nicht, Scheiße, dass das doof ist. Man gewöhnt sich hier da bestimmt dran. Also dieser Alberto, da kriegen wir 2 Medaillen für. Wenn wir eine Margarite ihm geben, eine Rose, eine blaue und eine gelbe Blume und so eine andere. Ach, die haben wir alle noch nicht. Bleib mal da, ich krieg gleich Eier. Eier will er nicht. Eier hat er 2. Mehr nicht? Nur 2. Warte mal. Das sind die, ne? Die hier sind. Nee, aber finde ich gut, dass du jetzt wesentlich schneller die Sachen bauen und verbessern kannst. Also davon bin ich wirklich begeistert. Ich sehe halt sehr viele positive Aspekte hier drin. Auch die Grafik und es ist, und ich hätte es eigentlich nicht gedacht, oh, ich habe auch gerade einen negativen Aspekt gefunden. Was denn? Mein Dings ist leer. Mein Benzin ist leer. Ja, ich lasse die Blumen mal, dann können wir die gleich alle zusammenpflücken. Also warte bei den Margeriten mal, dass die alle zusammengepflückt werden können. Ja, ich warte eigentlich, ich warte auf die Karotten, die sind in 16 Sekunden. Da können wir die nächste Quest haben wir dann. So, circa 1/3 würde ich mal sagen, konnte ich jetzt hier rausholen. Du hast noch nicht getankt, nehme ich an, ne? Ich habe schon getankt, schon mehrfach. Aber jetzt nicht, seitdem wir in der Stadt waren, oder? Ne, danach nicht mehr, ne. Ja, wir haben so viel Geld, dass wir das noch nicht umgewandelt haben. Ach so, wir haben aber trotzdem noch genug Geld für die fürs Haus. Dann stelle ich uns doch mal eins hin. Warte mal. Was möchte ich dann... Wenn das für dich auch okay ist, kannst du das sehen hier oben, das Blaue? Nee. Echt nicht?
Aber hier, wo ich stehe, wenn wir da das Haus hinmachen, das ist so ein bisschen zentral, oder? Ja. Machen wir einfach mal. Häuser! Häuser sind Gebäude, die du betreten kannst und deren Inneneinrichtung du gestalten kannst. Sie werden in einigen Etappen gebaut und jede Etappe benötigt eine gewisse Zeit und kostet Geld. Ja, da haben wir leider zu Genüge, das kennen wir. Sobald das Haus fertig ist, kannst du es betreten, indem du linke Maustaste drückst. Okay, das dauert jetzt eine Stunde und ich denke, dass wir dann wieder 100 Edelsteine da reinwerfen müssen. Vermute ich mal. Ich muss jetzt mal eine Minute warten. Wegen den Blumen? Nee, wegen dem Karotten noch. Warte mal, hast du die Bäume nicht gemacht oder sind die schon wieder aufgeladen? Nee, die habe ich nicht gemacht. Wolltest du doch eben machen? Dadurch ja, kriegen wir doch auch Geld. Und die müssen doch auch hochgestuft werden. Oh, ich hoffe, dass die aber trotzdem auch ein bisschen die alten Bäume haben. Also die guten Bäume. Die Gummibäume vor allen Dingen. Die würde ich unheimlich vermissen, wenn die hier nicht mehr drin wären. Etwas über eine Minute. Hast du schon eine Toilette gemacht? Ein Pullungsklo oder so? Hallo, das ist Deko. Meinst du, ich verschleudere jetzt hier meine ganzen Ressourcen? Ich muss aber auf Toilette. Dann geh kurz AFK. Das sind immer noch nicht alle Blumen. Wir haben immer noch nicht alle Karotten. Die brauchen 5 Minuten. Wo sind Minuten. Die 14 noch? Irgendwo sind noch welche. Ja, ich hatte gerade nochmal neue angebaut. Wahrscheinlich die. Ja, aber wo? Ja, die sind ja noch nicht fertig. Ich habe die doch gerade erst neu angebaut. Ja. Die auf dem großen Feld. Ich habe mal hinten Paprika angebaut, ne? Ja, toll. Ich habe Paprika und Tomate hier. Sag das doch vorher. Nee, warte mal. Ich habe hier gar keine. Nee, hier hinten sind die. Die hatte ich doch noch nicht abgeerntet. Konnte ich auch noch nicht abernten, weil die noch 42 Sekunden brauchen. So. Aber die Kartoffeln werden fertig. Aber ich lasse die mal. Vielleicht brauchen wir die für eine Quest. Nee, mach immer das, was du geerntet hast, wieder neu. Also mach das aber nur runter, wenn du es setzen kannst, weil gerade wegen den Quests ist das sonst blöd. Deswegen mache ich die immer große Streifen. Also 1 bis 2 Streifen pro Gemüse, sage ich jetzt mal. Ist ja nicht alles Gemüse. Wie lange brauchen wir denn noch? Nein! Oh oh. Das hat er jetzt kaputt gemacht. Wenn du schon so Nein rufst, dann... Du Kleiner. Hast du da Felder hingesetzt? Nein. So, jetzt brauchen wir Rüben. Wir haben gar keine Rüben. Die kommen jetzt. Ach so, die sind das. Ja, die hast du mir alle abgeerntet, obwohl ich die extra da hingesetzt hatte. Welche sind denn Rüben? Die Rosen, die halt nicht in jeder Jahreszeit drin sind. Ah, die gehen nur beim Sommer. Nichts hinmachen hier. Doch. Muss das wieder hin, was weggemacht wird. Ich habe keinen Sprit mehr. Aha. Kannst du selber die Scheiße gießen. Ey, ich brauche auch noch was Sprit. Das ist ja nur ein Viertel. Ich habe kein Viertel bekommen, ich habe gar nichts bekommen, weil du vorher aber genommen du könntest hast noch einen anderen Tank hier hinstellen, weil wir du hast kann, doch achso, doch, kann ich doch. Stimmt, gerade haben wir ja eine. Wir brauchten aber noch für was anderes in der Stadt irgendwie die Dinger, ne? Ach, für die Erweiterung, das war's, glaube ich. Das wäre dann ein Schnellreisepunkt. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir hier eine Mühle. Warum die bei den Häusern steht, verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich ist es ein Deko-Element oder so. Ich habe hier mal eins reingehämmert. Ich habe mal schön die Äpfel verkauft. Jetzt haben wir 92 Diamanten. Die EP ist schon wieder irgendwo in der Stadt. Dann sagt er irgendwann, sagt er dann mal, ja, ich gehe nur mal eben Zigaretten holen. Ne? Und dann kommt er nie wieder. Dann läuft er mit der Joggerin oder sowas aus der Stadt, läuft er dann davon. Wahrscheinlich. Ja.
Nee, die hat nicht so meine... Hallo, die hat die gleiche Frisur wie ich. Sagt nichts Falsches. Ich habe nur eine andere Haarfarbe. Na gut, und die hat andere Klamotten. Aber ich sag mal, das kommt, denke ich mir mal später, dass wir dann auch ähnliches... Sind die noch andere, die hier irgendwas brauchen? Was ist denn mit der Troller hier? Geh aber immer auf Ja. Weil wenn du auf Nein gehst, dann wird das abgelehnt. Dann kannst du das nicht nachher nochmal versuchen, habe ich festgestellt. Mhm. So, wir stehen kurz vor Level 9. Hier ist eine Erweiterung, da kann man noch raus mit dem Auto. Kann das sein, dass sie auch Autos hier reinmachen? Da kann man mit dem Auto hinfahren. Ist noch zu. Ja, ja. Mit dem Auto? Mhm. Oder mit dem Traktor vielleicht. Oder das. Wenn wir streiken wollen im Dorf. In der Stadt. Übrigens, für die, die den ersten Teil nicht kennen und das nicht wissen, wenn man die Sachen gießt, also einmal hier die Obst und Gemüse hier gießt auf den Feldern, dann sieht man jetzt hier unten 8 Sekunden, jetzt sind es noch 3 Sekunden, dann geht das Ganze schneller. Und wenn man die Blumen gießt, dann bekommt man unterm Strich mehr raus. Also mehr Geld raus. Und ja, nur mehr Geld raus. Oh, jetzt habe ich die abgeerntet. Ja, doch, machen wir die mal nochmal da rein. So. Moment, nee, die Rüben konnten wir jetzt diese Jahreszeit nicht. Die müssen wir im... Ja, kommt in der nächsten Jahreszeit mit den Rüben. Dann würde ich sagen... Boah, die brauchen noch 20 Minuten, die Rüben. Aber warte mal, oder kannst du hier erweitern? Hier nebenan sind... ist ein ganzes Feld Rüben. Kannst du schon Erweiterung holen? Ach, warte mal, ich bin jetzt Level 9 geworden. Ah. Dann kannst du, Moment, weil hier nebenan hier ist ein Rübenfeld. Oder, nee, warte mal. Wir wollten doch das linke wegen den Fischen eigentlich nehmen. Hier, aber hier werden auch... Ja, warte mal, was ist denn das? Also ist hier, das hier werden Rüben. Hier, hier. Mit zwei dem Felder. Hier noch? Hier, da. Ja, hier vorne ist die Grenze. Ja, das ist das, wo ich gerade stand. Ja, dann nimm das. Da sind die Hühner drin? Aber nicht der Teich ist nicht drin, ne? Nee, der ist nicht drin. Ja doch, der müsste doch dann auch drin sein. Ja, dann nimm das mal. Mach mal. Also ich stelle mich mal so ein bisschen mehr hier hin. Dann sind auf jeden Fall die Rüben drin. Ja. Ach scheiße, wir brauchen 200 Edelsteine. Oh. Dann müssen wir noch was verkaufen. Und dann müssen wir mehr tun. Ich vor allen Dingen. Ja. Pflanz mal was hier hin. Tue ich doch schon. Guck mal, und sie gießt das nicht. Ich gieße das immer, ja. Im Gegensatz zu dem faulen Epi. So, ja, ist jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sonst sagen, dann warten wir auf den Sommer. Dann müssen wir eigentlich ja auch die Rüben machen. Also die kann ich ja trotzdem auch mal anpflanzen dann. Mach da bloß wieder das hin, was du aberntest. Mhm. Mhm. Ich gieße hier hinten nur gerade. Wir können Schweinchen... Also oh! Das soll ein Lachs sein. Ach du Schande. Warte mal. Ich mache jetzt hier erstmal kurz neue Clownsfische. Hallo, lass mich doch einfach mal machen. Fischteiche produzieren Fische nach einer bestimmten Anzahl von Jahreszeiten. Nach einer bestimmten Anzahl von Jahreszeiten. Du kannst Fischteiche verbinden, um einen größeren Teich zu erstellen und mehrere Fische mit einer einzelnen Aktion zu fischen. Sehr große Fischteiche, über 16 Kacheln, bekommen eine progressiv steigende Bestrafung und geben somit weniger Ressourcen. Nein, man wird jetzt dafür bestraft, wenn man diese geilen Teiche gemacht hat, also die alle miteinander verbunden sind, damit man besser ernten kann. Das finde ich aber, das finde ich echt fies. Das finde ich richtig fies. Also das haben sie wirklich, bin ich ganz ehrlich, das haben sie blöd gemacht. Ich will doch nicht dafür bestraft werden, große Teiche zu machen. Das ist ja das, worum es geht in diesem Spiel. Also nein, worum es geht, ist falsch ausgedrückt. Aber das ist ja im Endeffekt das, was du immer genutzt hast, sage ich mal. Weißt du? Gucken, aber wirklich böse. Ich glaube, ich sollte mal lieber aus dem Becken gehen. Also ich habe es nur bis auf 187 geschafft. Höher kam ich nicht. Und sonst wären immer noch 16, 13. Ich kann Tulpen machen.
Ach so, das meinst du mit 187. Jetzt sehe ich es auch. Moment. So. Kommt jetzt wieder neue Produktion gleich. Tiere produzieren von Zeit zu Zeit Produkte und benötigen regelmäßig bestimmtes Futter. Ist geil, dass sowas reinkommt, wenn man schon die ganze Zeit die Hühner mal beenden war, ne? Wenn sie kein Futter mehr haben, stoppt der Fortschritt der zu produzierenden Produkte, bis sie wieder gefüttert werden. Benachbarte Tiere teilen sich das Futter, wodurch es einfacher ist, sie zu füttern. Was aber nur innerhalb von dem Schweinchen in dem Fall ist. Guck mal, ich habe hier die Schweinchen hingestellt. Aber die gucken alle total böse irgendwie. Das sind ja auch böse Schweine. Das sind ja deine Schweine. Jetzt gucken wir uns die mal aus der Nähe an. Die, da weg war er schon wieder. Die gucken, als ob die ein bisschen mehr geschlafen hätten, aber auch nicht viel mehr. Und die Schweine, die gucken irgendwie wieder epi. Also das soll jetzt nicht böse wirken, aber die gucken, die haben wirklich so ein niedliches Blick wie der epi drauf. Mach jetzt die Erweiterung und labern nicht. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Jetzt werde ich schon wieder mit Zuckerbrot und Peitsche hier. Das ist immer das Gleiche mit dem epi. Ja, wir haben auch die Fische dabei. Wir haben die Fische dabei. Ja. Wie lange brauchen aber die denn? Die sind noch nicht erntbar. 4 Minuten. Wie lange? 3, 2, also höchstens 4 Minuten insgesamt. Mein Traktor hat irgendwie Störung. Also das liegt vielleicht an mir, aber das ist trotzdem der Traktor. Hat ja, dass du Störung hast, das weiß ich ja. Der eiert so rum, der macht immer so Winkeldinger. Was bist du denn hier eigentlich für ein Baum? Du bist auch ein Zitronenbaum. Hast du noch keine anderen Bäume? Lass mich doch mal hier. Ich habe jetzt schon andere Tulpen gemacht. Du kannst auch diese anderen Bäume Pflanzen machen. Diese. Die brauchen wir für den einen Typ. Oh. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe von jedem mindestens 9 Stück. Und jetzt bin ich erstmal die Bäume hier. Kannst auch Bananen machen. Nee, gerade noch nicht. Kiefern. Ja, Kiefer. Ach doch. Die Kiefern habe ich vergessen, das stimmt. Die wollte ich noch gemacht haben. Aber ich werde jetzt erstmal hier die Dinger ein bisschen zusammenstellen. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Das war doch vorher noch nicht so. Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Du kriegst hier gleich eins. Nee, hier musst du was anpflanzen. Da kannst du, wenn wir was Neues haben, anpflanzen. Wo du jetzt gerade warst. Ja, ich habe das jetzt, damit wir die 30 Rüben kriegen, habe ich die gerade mal dahin gemacht. Mache ich das eigentlich nicht so? Ich bin ja auch doof. Sag mir. Nein. Das? Das? Ja? So. Hat der Epi nicht gesehen. Ihr sagt's mir einfach nicht. So. Old Gameplayerin hätte Farm. Ja, ja, wie alte Gameplayerin? Hallo? Ich habe wenigstens keine 5 davor stehen, so wie du, ne? Wollte ich nur mal angemerkt haben. Alte Gameplayerin. Ganze Zeit muss ich hier ackern. Alles mache ich hier alleine. Oh, was haben wir denn hier? Können wir auch direkt wieder neu anpflanzen. Ich habe mich vertan. Ich habe vergessen, dass die anderen noch nicht fertig waren. Na toll. Ach Mann. Mach da wieder... warte mal eben. Mach da... Ja, ach so, du kannst keine Karotten. Ja toll. Und du erntest die ab. Ah. Ich mache jetzt hier noch mal ein paar Dinger hin. Hallo. Karamba und Karako. Was macht der? Wieso fährt der einfach weiter? Hallo. Ja, das habe ich auch gehabt eben. Wie kann man das abstellen? Er muss rausgehen wieder, nur um neu starten. Vor allen Dingen hat der die gerade... Hallo. Alter, wieso hat der die jetzt gerade gepflanzt? Ich glaube, das ist der Early Access. Was ist das? Aber ich bin froh, dass der das wenigstens... Dass der das wenigstens auf der Aufnahme hat, damit man das auch erklären kann. Ne, also wenn man mal die Entwickler anschreiben möchte oder so, dass man das auch mal zeigen kann. Wie lange braucht das Haus denn, bis das fertig ist?
Das Kackhaus. 45 Minuten noch, dann bin ich schon im Bett. Ja, bis zur nächsten Stufe. Nein, wir haben kein Geld mehr. Scheiße, wie teuer waren die Kiefern? Ja, 650. Wie dabei habe ich die ja gar nicht gemacht. So eine verdammte Hacke. Warum hast Hacke. Du denn so viele hingemacht davon? Ja, habe ich ja nicht. Das hat der automatisch gemacht. Mhm. Nee, hat er nicht. Mhm. Das sagst du immer und dann ist das Geld weg. Ich war hier gerade am Schreien, warum der sich automatisch bewegt. Aber nein, hat er natürlich nicht gemacht. Nein. Die brauchen noch 10 Minuten. Und das können wir noch nicht austauschen. Dann lasse ich das noch drauf. Haben wir noch irgendwo Rüben zum Abpflanzen? Abernten? Habe ich, glaube ich, gerade gemacht jetzt. Okay. Keine Ahnung. Du machst schon neue. Hä? Wieso sind hier alle außer eine Blume? Ja, weil die eine Blume nicht fertig war. Ich habe die Blumen nämlich vorhin mal einmal geerntet, damit das Level ablevelt dann. Ach, du kannst mal andere Blumen pflanzen. Ach nee, wir haben ja kein Geld mehr. Haben wir doch so viele. Ja, wir haben kein Geld mehr. Roter Pfeffer. Das sieht aber aus wie Paprika, sein nicht. Kannst du verkaufen? Ich gehe mal rein verkaufen. Hast du denn wieder das gepflanzt, was du abgeerntet hast? Weil wir haben jetzt 1800 von... Ach so! Nee, Moment, das war aber nur eine Blume, die ich da gemacht habe. Aber verkauf du mal. Also, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das System finde ich ein bisschen blöd. Mit dem Verkaufen halt, wie gesagt, weil man immer wieder von der Farm rausgerissen wird. Weißt du, was ich meine? Was ja. Natürlich, denke ich mal, bewusst gemacht wird, damit die Leute halt eben nicht nur Zeit auf der Farm verbringen, was ja aber eigentlich das ist, was ich gerne möchte. Ich habe doch das Spiel bezahlt, hallo? Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann möchte ich natürlich auch Zeit auf meiner schönen neuen Farm verbringen. Aber warum? Optisch finde ich sie... Wie, warum? Optisch finde ich, sieht das aber sehr, sehr schön aus. Warum hast du die Bäckerei noch nicht gemacht? Warum hast du den Fischmarkt vorher gemacht? Die Bäckerei, weil wir Fische haben. Ja, aber wir haben nur zwei Fische. Ja, weil du alle verkauft hast. Weißt du, wie oft ich schon Fische gesammelt habe? Bei der Bäckerei hätten wir so viele Sachen handeln können, die wir alle... Außerdem hatten wir keine Bäckerei. Ah, ist jetzt aber eine neue dazugekommen, okay. Ja, die hat kostet aber 50 Diamanten, die wir nicht haben. Das ist... Nämlich das, was ich meine, weil bei dem Original konntest du ja einfach die Sachen verkaufen, die du hast und dann hast du mal gesehen, okay, ich habe jetzt das und das wieder dazu bekommen. Das fehlt mir hier so ein bisschen, weil wir es einfach nicht haben. Was haust du mich? Hallo? Hast du denn hier alles schon gemacht? Alles, was wir machen konnten, habe ich gemacht. Wir haben noch 5 dazu bekommen. Kostet die 40 oder 50? Ne, 50, ne? 50. Scheiße. Fische. Ja, warte mal, ich hab noch. Ich kann die Hühner ernten hier, die. Oh, neue Stufe. Gameplay dann hat Level 10. Ja, aber Hühner kann ich hier nicht verkaufen, oder? Nicht? Schade. Ja, das ist kein Obst, das ist kein Gemüse. Oder kann man das bei denen... Guck mal, ich habe auch noch Mais gerade geerntet. Achso, Mais. Moment, warte mal, wir haben hier... Ne, wir brauchen aber 10 jeweils. Da haben wir auch nicht genug. Fische hat es ja nicht. Ne. Jetzt ach, die genau, anderen dafür. Ach, jetzt haben wir genug für die Garage, aber wir haben die 2 Medaillen jetzt nicht. Warte mal. Huch, was war das? Ich habe 5 eingelöst.
Und jetzt haben wir auf einmal 97. Ach so, durch den Stufenaufstieg. Und wir haben Gemischtwarenladen, da können wir die Eier verkaufen. Das wären aber genau 110, die wir brauchen. Bäckerei brauchen wir aber erstmal nicht so dringend wie den Gemischtwarenladen, weil wir ja nichts haben dafür. Hast du gehört? Was war das? Wir haben ja noch nichts für die Bäckerei. Dann würde ich erst den Gemischtwarenladen nehmen. Uns fehlt ja nicht mehr so viel. Ja, mach. Weil da können wir die Eier und so wieder verkaufen. Ich hoffe mal, dass wir dann da auch eventuell uns fehlen 3 Edelsteine jetzt. Ja, ich habe aber noch was gefarmt. Ich habe noch Eier gerade gefarmt. Ja, die habe ich gerade verkauft. Deswegen fehlen uns nur noch 3. Warte mal, ist was anderes fertig? Guck mal. Kannst du nicht mal eben Salat zwischendurch einfach was machen? Dass wir da mal 10 Salat, dass wir ja, die aber mal... zu einfach. Ja, deswegen sage ich das ja. Mach irgendwo mal ein neues Feld. Ja, du hast hier überall zwischendrin irgendwas komisch gepflanzt, ey. Ja, du sollst ja hier das machen, was da drin ist. Und dann einfach, warte, ich mach mal hier ein neues Feld einfach. Das ist jetzt, wie gesagt, wir haben ja Platz genug, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Also die nächste Quest ist erst in 5 Minuten fertig, weil da sind die Rüben fertig. So, das macht ungefähr 2 Minuten. Jedes Mal, wenn wir gießen können. Meinst du hier vorne die Rüben wahrscheinlich, ne? Ne, die sind 5 Minuten. Oh, ich kann diese Dinger hier unten nicht mehr hinpflanzen. Die sind 4 Minuten. Die ich jetzt abernten soll. Ich mach hier Winterkartoffeln hin. Was sind denn Winterkartoffeln? Die sind im Winter ganz winterig. Ich dachte, du sagst jetzt, das sind meine Kartoffeln. Das sind deine Kartoffeln. Ne, Winterkartoffeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich wollte eigentlich 9 machen, nicht 10. Aber gut, das hat jetzt auch gereicht. So, die brauchen wieder ein bisschen Wasser. Rüben! Rüben! Bestes fertig! Oh, wir haben ganz viele Eier. Ich sag, die Quest ist fertig. Er sagt, oh, wir haben ganz viele Eier. Wir brauchen Rosen. Du wolltest eine Rose kaufen? Du hast nur so ganz Eier braucht das Land. Du musst mehr Rosenfelder machen. Du hast nur 4 Rosen. Mach mal mehr. Nein, ich habe doch hier hinten noch ganz viele Rosen. Okay. Wir haben 10 Rosen. Das steht doch sogar da aber drin. Ja, die sind allerdings jetzt nicht alle zusammen. Das stimmt schon. Salat hatte ich ja gerade angepflanzt. Der müsste eigentlich schon wieder fertig sein. Apfelbäume geht auch schnell. Ich brauchte 40 Edelsteine, oder? Um das zu kaufen. Ich hab den ganzen Sprit ausgelegt. Ich kann nichts mehr machen. Ich guck mal eben. Es wäre natürlich besser, das hier unten zu machen. Hätte ich mal nicht auf den Epi gehört hier. Das, das. Haben wir hier noch Platz irgendwo? Gut, das wäre dann da hinten. Dann machen wir das direkt hier unten hin. Nein! Ach, das waren 50, nicht 40 für die Bäckerei. Oh. Aber, hä? Wie kann das sein? Mir fehlten doch eben schon die Edelsteine. Und jetzt haben wir Edelsteine dazu bekommen. Nee, jetzt fehlen mir wieder 3. Jetzt
verstehe ich gar nichts mehr. Hast du was hingestellt irgendwie gerade? Nee. Ja, Bananenbäume hatte ich hingestellt, aber die brauchen keine Edelsteine. Das ist doch Banane. Also irgendwie... Die Schweine, guck mal, wie die Schweine hier liegen. Die fallen... die sind umgefallen alle. Aber eins steht hier. Das rennt noch rum. Nein. Hä? Mit ihrem rosa Popöchen. Aber guck dir das mal an, das ist auch mutiert, das eine. Kann das sein, dass es dicker ist als die anderen? Wovon redest du? Das Schwein, hier läuft ein Schwein rum. Oh, schieb die doch nicht alle... Die armen Schweine! Schieb die doch nicht in der Gegend rum! Guck mal, die rümpfen sogar die Nase, die sind gerade am Schlafen. Ja, aber die müssen dann zusammengeschoben werden, dann ist es wärmer für die. Meinst du? Warte mal. Ja. So. 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 Jo, du sollst da nicht mit Kegeln. Du hast gesagt, die sollen zusammengeschoben werden. Das ist eine Schweinerei. Erik ist ein Außenseiter, der kommt nicht dahin. Ich so. Melde das dem Veterinäramt. So, zum Leveln ist das natürlich gut, wenn man das immer wieder neu machen kann. Und man kriegt natürlich auch gut Geld damit, ne? Muss man auch dazu sagen. So, guck ich nochmal kurz. Die Fische sind immer noch nicht. Oh, aber die Clownsfische sind gleich. Der andere ist eine Stunde noch was. Okay, dann gucke ich mal, dass ich die Clownsfische hier... warte mal. Den Kugelfisch können wir jetzt machen. Aber der ist sehr, sehr teuer. Ich mache mal einen, um das hier mal zu markieren. Mache ich hier mal einen hin. Das ist die Angelstelle. Wupp, alle waren so weg. Ich finde das so knufflig. Ich finde das so unendlich knufflig mit der Animation. So, braucht ihr noch was zu futtern? Nein, da ist noch genug da. Und wir können Melonen anbauen. Mann. Die sind aber ein bisschen teuer. Die will ich jetzt nicht unbedingt... Paprika war das, was da hinten ist. Die können wir aber im Moment nicht machen, deswegen lasse ich die mal hier stehen. Ach nee, die sind ja auch gar nicht fertig. Ja, ich würde sagen, das dauert sowieso noch ein bisschen, bis wir hier mit der Quest durch sind. Und wir sehen uns dann demnächst, würde ich sagen, wieder, wenn die Quest vorbei ist. Also sprich, wenn wir die geschafft haben. Können wir mal eben kurz hier gucken. Ah, von denen kriegt man Nüsse. Von den Kiefern. Also dieses Nusssymbol. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nur noch mit euch zusammen herausfinden, damit ihr das dann auch wisst. Also sind auf jeden Fall, kann ich jetzt schon mal unterm Strich sagen, sehr, sehr viele Dinge natürlich, die man noch von früher kennt. Einige Sachen, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss, wie ich finde. Nicht die Paprika ernten. Wir haben nämlich keine neuen. Aber ich finde es trotzdem mega, mega süß gemacht. Und der Epi, der versucht sich jetzt gerade rauszureden, dass er nichts sagen muss. Deshalb rede ich mich raus, weil ich nichts sagen muss. Genau. Wie Kraftstofftank ist leer, hallo? Was machst du mit denen? Ich habe gleich keinen Takt mehr. Du hast den Tiger im Tank, doch. Ja, du hast den Tiger aus dem Tank rausgeholt irgendwie. Ja, ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge war jetzt nämlich schon unheimlich lange. Und dass wir dann immer so peu à peu in Abständen dann mal ein bisschen zeigen, wenn wir was Neues wieder rausgefunden haben, wenn wir was Neues gemacht haben, wenn wir vielleicht wieder was zusammen haben, um eine Erweiterung zu kaufen und so weiter und so fort. Und überhaupt. So, dann entlasse ich den Epi nämlich für heute generell auch, weil ich muss nämlich morgen wieder früh aufstehen. Und dann kann er sich jetzt noch eine Stunde oder so in sein eigenes Reich setzen und dann da ganz groß noch was machen. Mal gucken, ob das auf dem Steam Deck läuft. Dann kann ich das mitnehmen ins Bett. Dann kann ich das im... Kann ich das
Ich wusste, dass jetzt sowas kommen sollte. Also auch nochmal eben hier ein bisschen Schleichwerbung für Steam Deck nebenbei reingebracht. Genau. Nebenbei, ich habe auch eins. Nein, aber es ist schon ein geiles Ding, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, dann sage ich mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.